Guten Abend, liebe Gebühr und Zollern, herzlich willkommen bei SWR3. Late Night. Das ist ein bisschen spät geworden, aber je später der Abend, desto fantastischer die Gäste. Meine Gäste heute sind Sarah Kuttner, der großartige Marco McKling und wie immer der Paul Schäfer, der Alleinunterhaltung Mammut Kurt. Mr. Can you tell me where my love is gone? He's a Japanese boy. I woke up one morning and my love was gone. Oh, my Japanese boy. Oh, oh, my Japanese boy. Mammut Kurt! Großartig! Danke, Mambo. Es ist entschieden. Die FIFA hat entschieden. Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen wird in Deutschland ausgetragen. Ist das nicht großartig? In Berlin. Und unsere fußballaffine Familienministerin Ursula von der Leyen hat sich ja schon im Vorfeld für eine Austragung in Deutschland eingesetzt. Und sie hat in einem Interview gesagt, wenn die FIFA-Fußball-WM der Frauen in Berlin im Jahr 2011 ausgetragen wird, dann wird sie persönlich eine Mannschaft zusammenstellen, zusammengesetzt aus den Frauen im Deutschen Bundestag. Ist wirklich wahr. Finden wir großartig, oder? Das ist super. Den wollen wir vorgreifen. Ich war mal so frei, da mal ein bisschen vorzugreifen. Mambo, wenn es okay ist, vielleicht können wir zusammen ja mal kurz eine Aufstellung machen. Für die FFWMBM, die Frauenfußball-Weltmeisterschafts-Bundestagsmannschaft 2011. Das geht so einfach über die Zunge, das ist gut. Also Ursula von der Leyen, würde ich sagen, stellen wir locker ins Mittelfeld. Sie hat auch so eine vermittelnde Position. Kann ja ihre Kinder mitbringen für die Ersatzbank und zum Zujubeln. Petra Pau spielt natürlich links außen. Und das hat auch einen besonderen Grund, warum Petra Pau im Mittelfeld spielt. Denn sie hat einen berühmten Zwillingsbruder, der 1994 schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA auch im Mittelfeld gespielt hat. Das ist Matthias Sammer, oder? Kennen Sie noch? Ja? Matthias Sammer? Ja, gut. Okay, wen tun wir noch ins Mittelfeld? Frau Schwan, wie unser Ministerpräsident, Alexander Schwan, kommt ins Mittelfeld, oder? Passt irgendwie, glaube ich, ganz gut. So, dann brauchen wir einen guten Sturm. Machen wir den Sommer wieder weg, damit wir da Platz haben für den Sturm. Ich würde sagen, Andrea Nahles, die setzt sich einfach durch. Die mobbt alles weg, die hat Ellenbogen hier. Die tun wir mal auch links außen, selbstverständlich. Gut, es ist ganz schwer, in dieser charismatischen Führungsriege der Grünen noch jemanden rauszufinden. Ich habe mich jetzt mal für Renate Künast entschieden. Vor allem auch deshalb, weil ich glaube, David Beckham hatte mal dieselbe Frisur. Oder? Und natürlich die Sturmspitze. Und sie ist die Einzige, die in dieser kleidsamen Schutzweste spielen darf. Angela Merkel. Ja. Gut, dann machen wir unten hier dann Verteidiger, also Abwehr. Dann nehmen wir natürlich, jetzt kommt ein Riesenwortwitz, unsere Gesundheitsministerin Ulalalala Schmidt, weil hat gute Abwehrkräfte. Frau Zypris, wenn man den mal hier genauer ansieht, ich meine, guck doch mal, zieh der einen Schal an und sie ist Jogi Löw, oder? Frau Zypris, weil Justizministerin, natürlich auch Verteidiger. Und dann ging mir auch schon langsam die Frauen aus, dann habe ich hier sie, kennt man sie noch? Hertha Däubler-Mehlin. Kennen Sie die noch? War auch mal Justizministerin, klopft aber gerne auf den Busch und deshalb hat sie diesen Posten verloren. Und sieht geil aus in kurzen Hosen, finde ich. Also, Dominik. Und natürlich meine persönliche Lieblingspolitikerin, auch aus der charismatischen Führungsriege der Grünen, das ist die Vorsitzende Claudia Roth. Claudia Roth ist powered by emotions, hat diese Woche auch zugegeben, dass sie gerne mal in der Öffentlichkeit weint. Leider spricht sie auch gerne in der Öffentlichkeit. Und Claudia Roth zieht keine Stollenschuhe an, damit sie keine Käfer verletzt oder irgendwie den Rasen durcheinander bringt. Das möchte ich nicht. Das ist, finde ich, schon mal eine sehr, sehr gute FFWMBM, eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft, Bundestagsmannschaft 2011. Aber es fehlt natürlich noch eine Frau ins Tor. Und wer kann das sein? Die Antwort ist ganz klar, es ist Guido Westerwelle, er macht hinten zu! Das war die Zukunft. Die FFWMBM, die Frauenfußball-Weltmeisterschafts-Bundestagsmannschaft 2011, unser Vorschlag. Jetzt haben wir über die Zukunft geredet, reden wir ein bisschen über die Vergangenheit und machen Geschichtsunterricht. Ich möchte mal die intellektuelle Elite unseres Publikums fragen, ob Sie wissen, was vor genau 90 Jahren war, am 7.11. vor 90 Jahren. Na, weiß es jemand? Reinrufen. Leute, ich frage das ab. Wir schreiben nächste Woche einen Test. Hm? Was?
Sehr gut, die russische, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich sag doch, die intellektuelle Elite sitzt in unserem Publikum, meine Damen und Herren. Liebe Gebührenzahler, hier sehen Sie es wieder, die Oktoberrevolution. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen in Stichworten. Februarrevolution 1917, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja? Dann Lenins April-Thesen, richtig? Ja? Ja? Dann, wie er zuckt mit den Schultern, eben noch hier mit Wissenpausen. Dann 1917 kommt Russland dann durch die Oktoberrevolution zum sozialistischen Staat. Olga Maslochow wird Miss Oktoberrevolution 1917. Und ich persönlich, ich mag Russland sehr. Ich liebe Russland. Russland hat uns so viel gebracht. Ja, wenn Sie zum Beispiel zu Hause, wollen Sie, dass Ihre Frau so aussieht? Dann trinke viel Wodka. So, und jetzt ein paar geschichtliche Worte zu Russland. Russland, das ist die Heimat von Väterchen Frost. Hier liegt der Schwanensee und hier gibt es die sichersten Kernkraftwerke. Russen können gut auf der Stalin-Orgel spielen und die russische Demokratie wird jeden Tag neu verformt. Jede zweite Frau in Russland heißt Olga, jeder zweite Mann Dimitri. Und von morgens bis abends trinken alle Wodka. Aber Vorsicht, wer in Russland nicht anständig ist, wird aufs Kreuz gelegt oder muss nach Sibirien. Wer Glück hat, darf dorthin auch mit der Eisenbahn fahren. Aber egal, wo der Russe lebt, wichtig ist sowieso nur, dass der Rubel rollt. Ja? Ja, diese Woche denkwürdiges Ereignis. Jarosław Kaczynski ist zurückgetreten, jawohl, ehemaliger polnischer Ministerpräsident. Hat sich und nicht das so nur wegen schlechter Wahlen. Ja, aber er hat sich wenigstens nicht so geziert wie seinerzeit Berlusconi. Und er hat ein kleines Geschenk. Berlusconi ist doch jetzt in Haft, oder? Man hat doch den größten Mafia-Boss derzeit, den es gibt, verhaftet diese Woche. War das nicht? Irgendein Sizilianer. Ja. Er hat was hinterlassen, ein kleines Geschenk für dich von Jarosław Kaczynski. Das sollst du in Zukunft mitnehmen, wenn du in Brüssel bist zum Beispiel. Oder überhaupt, wenn du irgendwo Sand ins Getriebe streuen möchtest. Das kommt von Herrn Kaczynski persönlich. Okay, vielen herzlichen Dank. Das Geschenk der Woche. Lech und Jaroslav. Toll. Können wir auch eine Barrikade bauen. Schön. Gut. Lech und Jaroslav können immer noch in Polens Stand-Up-Clubs als Comedy-Duo auftreten. Meine Damen und Herren, mein Gast heute, ich kündigte ihn zu Beginn dieser Sendung an. Ich möchte heute jetzt mal und vielleicht auch in Zukunft so Kerne an Moderationen für Gäste machen. Ne, die so ein bisschen so vom Kärtchen ablesen und ein bisschen interessant, den Gast interessanter machen. Ja, ist schon sehr interessant, muss man eigentlich gar nicht, aber so ein bisschen hervorheben. Ne? Ich mache das immer so. Mein heutiger Gast hat auf einer ihrer zahlreichen Forschungsmissionen im ewigen Eis eine neue Lebensform entdeckt und wurde dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Sie adoptiert wöchentlich 4 Kinder und befindet sich derzeit mit Angelina Jolie im Streit um eine Grundschulklasse. In der Literaturszene ist sie inzwischen nicht mehr wegzudenken. Ihr Schloss in Southampton musste inzwischen renoviert werden, zumindest der Westflügel, damit dort genug Platz für all die Preise, vor allem die Pulitzer-Preise ist. Sie spricht 14 Sprachen fließend, ist mit dem Papst per Du und sie kann außerdem fliegen. Hier ist herzlich willkommen Sarah Kuttner! Sun always shines on TV. Hold me. Ich hab echt einen Tee. Vor allem, das ist doch eine Blumenvase. Das ist doch kein Glas. Das ist ein sehr, sehr stylisches Glas. Du musst das doch wissen, du kommst doch aus der Style-Metropole. Da hat man doch so... Also, ja. Was trinkt man denn in Berlin derzeit? Wir haben teilweise Tassen. Das musst du dir als so ein zylindriges Gefäß, kann ich jetzt nicht, ist super schwer zu beschreiben, da ist an der Seite so ein, Gibt es auch eine Möglichkeit, das festzuhalten? Es ist so eine Art Henkel, sagt man, weißt du, also musst du dir so vorstellen, dass das so, also wenn das hier, das ist so, das, und dann ist so, und dann machst du mir das. Und da trinkt man drauf. Das ist eine verrückte Geschichte. Ich glaube nicht, dass sich das hält. Ich glaube, das eigentlich, es ist ja eine schnelllebige Stadt, da ja, ändert das sich ist ein Hype. Ganz absolut, im Ernst, ist absolut ein Hype. Wie geht's dir denn? Gut. Ganz gut, was ich alles auf einmal kann, was du eben gesagt hast. Ich habe es kurz selber geglaubt und dachte, geil, ich bin mit dem Papst per Du. Dann habe ich gemerkt, ist ja gar nicht, hat ja nur Quatsch geredet, der Onkel. Hat nur Quatsch geredet, der Onkel? Das ist schön, wie du das sagst. Das ist diese blöde Winkelkatze. Ich war ja hier neulich schon mal, vor einem Jahr. Das ist richtig, wir kommen langsam in die Phase, wo sich die Gäste retardieren. Ja, ja, muss ich mir nicht sagen, hatte ich alle 3 Tage die gleichen Gäste. Und vor allem, ich finde es so toll, dass deine Sendung exakt die gleiche ist, aber anders heißt. Wir haben so eine ganz neue Late Show. Wieso? Genau das gleiche, sogar die Katze ist die gleiche. Natürlich, diese Katze ist aber das Einzige, was aus der alten Sendung zumindest dekomäßig mitkommt. Und der Mambo-Kurt und du. Und der Mambo-Kurt. Ich habe ja direkt schon auf dich hingewiesen.
Ja, willst du was sagen? Ich träume immer noch von Sarah, sie hat mich doch geküsst letztens. Nein, willst du, ach so, soll, na ja. Nein, küssen, na ja. Ja, küssen, Zungenkuss, Zungenkuss, Zungenkuss. Bist du auch so ein Buchriecher? Nee. Nicht? Nee. Ich mach das immer, wenn ich mir ein neues Buch kaufe. Erstmal, wow, und jetzt gib mir den Schuh. Ich habe schon sehr viel dran gerochen, wie du siehst, an diesen Schmuckstellen. Ja, es ist schmuddelig da drin. Aber es ist kein schmuddeliges Buch, es ist dein neues Buch mit wieder so einem komplizierten Titel wie das Oblatendünne Eis des halben Zweidrittenwissens. Dieses Mal ist es, ich muss sogar ablesen, die anstrengende Daueranwesenheit der Gegenwart. Ja. Und es sind wieder gesammelte Kolumnen aus den beiden aus der Zeitung und der Zeitschrift. Ja. Und du machst eine Lesetour. Ja. Bis jetzt läuft's gut, ne? Was ja, ich bis sage. Jetzt läuft's super. Immer schön geschlossene Fragen stellen. Ja. Du bist Sarah Kuttner. Ja. Hast ein Buch geschrieben. Ja. Bist derzeit auf Lesetour. Ja. Und das ist super, oder? Ich mach mal. Ja. Ja, absolut. Hast du gedacht, aber hast du gemerkt? Aber mir ist, also ihr habt auch gemerkt, wie ich variiert habe, ne? Von der Betonung her bei dir. Also weil. Ne? Na, kann ich einfach nur Ja sagen? Ja. Ja, dann wirst du ja ein Ja sagen. Ja. Und das wollen wir gerade in unserem Mediengeschäft nicht. Über das Mediengeschäft und deine Rolle darin sprechen wir gleich noch vorher ganz kurz über das Buch. Da bist du jetzt unterwegs und die Leute stellen dir Fragen. Da passieren noch bestimmt ganz tolle, lustige. Ja. Erzähl uns eine von deinen lustigen Anekdoten. Ja. Jetzt bist du dran, Sarah. Eine lustige Anekdote? Hast du keine parat? Hätten wir uns vorher doch absprechen sollen. Hätten wir doch, ne? Hatten wir noch so getan, als wären wir beide spontan genug um... Folgendes, ich habe neulich in Leipzig gelesen. In Leipzig war es toll. Es ist eine meiner Lieblingslesestädte, weil die Leute irrsinnig nett und sich irrsinnig auch freuen, dass man kommt. Nur der Veranstaltungsort war leider ein Haufen Scheiße. Entschuldigung. Das Haus Leipzig, die haben original nicht geheizt. Das Haus Leipzig ist ein Haufen Scheiße, möchtest du hiermit sagen? Ich muss es sagen, die haben nicht geheizt da. Das Publikum saß in Schal und Mantel da. Leute haben sich gemeldet, um mit mir zusammen zu lesen, weil es auf der Bühne wärmer war. Der Backstage-Bereich hatte eine Toilette, die nicht abzuschließen war und auch nicht zuzumachen war und vollgekackt war. Sorry, war so. Im Haus Leipzig ist die Toilette vollgekackt? Die Garderobentoilette, ich bin hingegangen und Schleifspur wäre untertrieben. Wer war vorher da, Jürgen Drews? Ne, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das dann so Leute sind, die da arbeiten und nochmal schnell und dann vergessen, Stichwort Klobürste und so und dann gehe ich dahin und... Das war nervig. Dann wäre ich auch so ein bisschen zickig, um ehrlich zu sein. Das ist ja eine total lustige Anekdote. Sorry. Ja, aber wenn... Weißt du, wenn mir Sachen passieren, dann passieren immer so eine Sachen. Es ist nicht so, dass ich auf Bananenschalen ausrutsche und dann wäre es eine witzige Geschichte oder so. Mir passiert dann richtig Dreck gleich. Ja, okay. Wie ist es, bist du jetzt, du siehst draußen, das Wetter ist schmuddelig. Wir freuen uns endlich mal wieder, ein Wochenende auf dem Sofa verbringen zu können. Guck mal, was ich kann. Es ist herb. Ich kann das. Okay. Hast du eigentlich Herbstdepressionen? Nein. Nicht? Ich bin das ganze Jahr über depressiv. Nee, nein. Nein, gut. Ich will auch nur überleiten zur nächsten Matz, denn ich widme mich jetzt der Jahreszeit Herbst. Es ist eine neue Trilogie, die Sie in dieser Sendung sehen, die Herbsttrilogie. Weil der Monat Herbst ein Monat ist, an dem man sich ein bisschen zurücknimmt, sich in sich kehrt und nachdenkt. Denken Sie doch einfach mal mit. Herbstgedanken mit Pierre M. Krause. Völlig dunkel ist's geworden, schärfer bläst der Wind aus Norden, und dies Blatt, dies kalt benetzte, ist vielleicht vom Baum das letzte. Der Herbst, Sinnbild für das Leben, das macht mich immer so nachdenklich. Alles ist vergänglich, das Leben, ein nimmermüder Wandel, vieles ändert sich so rasend schnell, doch eines wird für immer bleiben. Diese Scheißköter, die ihre verfluchten Dreckshaufen überall hin platzieren müssen, damit ich Dummhorst natürlich volle Kanne reintrete! Herbstgedanken mit Pierre M. Krause. Ich will doch was nachdenken. Ja, Sarah? Hast du Bock auf ein Kompliment? Für dich? Für dich.
Ja. Ja, von mir für ja, dich. Ja, 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 sehr. Ich finde, dass du ich finde das, was du machst, sehr, sehr gut. Aber ich finde, dass du ein absoluter Knaller in diesen ganzen Filmen bist. Du solltest das beruflich machen. Im Ernst, ich hab dich irgendwann mal gegoogelt. Ich sollte das oder beruflich so machen. Und hab auf irgendeiner Seite sind lauter dieser ganzen Filmchen, die du, glaube ich, auch gerne machst drauf. Und die machst du wahnsinnig gut. Und du bist darin auch sehr gut. Ich wollte es nur noch mal gesagt Danke, haben. Danke, das ist total. Das meine ich ernst. Nein, wirklich, das ist wirklich nett. Und ich finde es auch sehr schön, dass du sagst, du solltest beruflich machen. Das heißt, der SWR sollte mich endlich mal dafür bezahlen. Na gut, jetzt kommt was, das habe ich am Anfang der Sendung gar nicht gesagt, weil es nur für die ist, die aufmerksam ihr Lieblingsradioprogramm SWR 3 hören. Denn in dieser Sendung haben sie die Chance, 2 Tickets für eine grandiose Erlebnisreise nach Tasmanien zu gewinnen. Ist das nicht toll? Ja. So. Also, ich muss jetzt ganz kurz mal, es sind viele wichtige Dinge, die man sagen muss. Meine Damen und Herren, erleben Sie mit SWR 3 das Ende der Welt. Das andere Ende der Welt. Entschuldigen, erleben Sie das andere Ende der Welt. Fliegen Sie zusammen mit Qantas Airlines nach Tasmanien oder erleben Sie einen unberührten Nationalpark. Die schönsten Strände der Welt. Ich werde immer neidischer. Mit dem Speedboot geht's zur Trauminsel. Maria Island, geheimnisvolle Höhlen können Sie dort entdecken und atemberaubende Küsten. Sie essen frische Austern direkt aus dem Meer. Das heißt also, gehen Sie nicht alleine dahin, Sie wissen schon, knickknack. Ab dem 27.11. geht der Flug, am 5.12. sind Sie wieder zurück und zwar erlebnisgestärkt. Ich bin neidisch, Sarah Kuttner ist es auch. Montag, SWR 3, Morningshow, stündlich können Sie diese Tickets gewinnen. Aber jetzt bei uns, die ersten beiden quasi, und wir machen ein total schweres Spiel. Sarah Kuttner, Mambo Kurt und ich, wir werden jetzt jeweils ein Bild in die Kamera halten. Und all diese Bilder haben etwas gemeinsam, aber nur ein Bild hat unmittelbar etwas mit Tasmanien zu tun. Von Ihnen möchte ich wissen, was haben die Bilder gemeinsam und wer hält das Bild hoch, das unmittelbar etwas mit Tasmanien zu tun hat? Sarah, jetzt bitte dein Bild. In die Kamera? Nee, egal wohin. Psst. Psst. Also. Nochmal, was hat unmittelbar was mit Tasmanien zu tun? Wer hält das richtige Bild hoch und was haben alle drei gemeinsam? Wenn Sie die Lösung wissen, schreiben Sie eine E-Mail an latenight@swr3.de und vielleicht können Sie ja nach Tasmanien. Wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? Machst du überhaupt Urlaub? Oh, das ist echt schon eine Weile her. Bei meinem Vater, mein Papa hat ein Haus auf dem Land in der Uckermark. Da war ich im Sommer sehr viel. Hier, wo Angie auch gerne mal Urlaub macht. Ja, die Angie war auch da, wir haben gegrillt. Und war schön. War super. Martha, du siehst auch sehr erholt aus. Mm. Du siehst überhaupt wie immer blendend aus. Ach, jetzt hör doch auf. Ja, es ist wirklich wahr. Das Publikum kann das bestätigen. Und das Publikum freut sich jetzt auch auf eine neue Folge CSI Baden-Baden. Die kommt nämlich jetzt. Sieh mal, Miles, was uns mit der deutschen Bundespost Mortem zugestellt wurde. Was denn, Reginald? Jack. Der macht sich's ja bequem, sich einfach zustellen lassen. Nein, ich bin Jack. Du hast dich zustellen lassen? Ich wünschte, dich würde mal jemand abstellen. Na, das hier wurde uns zugestellt. Eine unverlangt eingesandte Leiche. Toll, Kurt. Soll ich sie sinngemäß kürzen? Mein Name ist Jack. Tu dir keinen Zwang an. Wir können nicht zulassen, dass in dieser Serie irgendwelche Längen entstehen. Gut, dann mach ich mal lieber Schluss für heute. CSI Baden-Baden, alle Folgen im Netz, www.swr3.de/tv und das ist Sarah Kuttner, mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und Sarah, wann sehen wir dich eigentlich endlich mal wieder im Fernsehen? Ich bin der festen Überzeugung, das Fernsehen braucht dich. Ja. Weiß ich noch nicht. Ich mache jetzt so Anfang des Jahres so ein bisschen so 2 kleinere Sendungen. Das ist jetzt aber nicht hier so Personality-Kram, sondern einfach 2 Sendungen, die ich ganz gut finde. Da kann ich noch nicht so viel drüber reden, weil die, glaube ich, noch keine Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Einfach so kleiner, hübscher, abgeschlossener Kram. Und ansonsten, ich warte, bis was Vernünftiges kommt. Ich will keinen Müll machen. Und es wird eine Menge Müll an einen herangetreten. Und da sage ich lieber nein, danke, bevor ich dann Quatsch mache. Sag doch mal, was war denn der größte Müll, den man nicht an dich herangetragen hat? Musst du den Sender nicht nennen? Na, ProSieben hat... ProSieben wollte, dass ich den Jakobsweg mitlaufe. Nein! Auch, seid ihr denn bescheuert?
Dann hat neulich irgendjemand angefragt, ob ich Bock habe, 7 Tage auf Mauritius Promi-Fasten zu machen. Ich würde nirgendwo fasten, ob Promi oder nicht. Weißt du, 7 Tage Promi essen, so viel wie sie können, wäre ich dabei. So eine Sache finde ich immer so merkwürdig. Also das, ich weiß jetzt nicht, ob es scheiße ist, aber ich dachte so, klar laufe ich da einen Monat lang, habe ich vorhin schon. Fäkalsprache finde ich scheiße, das darf man hier nicht sagen. Wir sind beim Öffentlich-Rechtlichen. Willst du mich zum Öffentlich-Rechtlichen? Boah, hast du nicht mal gesagt, du willst? Mir ist egal, ich möchte einfach nur was machen, was ich kann und was ich gerne mag. Und darum, ich kümmere mich schon darum. Man kriegt ja nur nach außen mal nicht so viel mit. Es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und die ganze Zeit popel. Aber ich will erst dann was darüber sagen und was machen, wenn es wirklich was Gutes gibt. Aber du machst Radio jetzt und zwar zusammen. Ich mache mit meinem Papa zusammen Radio. Wie ist das denn? Na, wir müssen ja jetzt erstmal machen. Ich glaube, morgen am 18.11. ist das erste Mal. Das wird super, glaube ich. Wir wissen es beide nicht. Wir sind beide ein bisschen aufgeregt, haben beide keine Ahnung, wie das laufen wird. Aber ich glaube, es wird gut. Wird eine Talksendung. Kuttner reden, und Kuttner. Genau, Kuttner und Kuttner. Reden miteinander und mit Hörern und spielen Lieblingsmusiken. Eigentlich perfekt. Dafür sehr viel Erfolg schon einmal jetzt. Dankeschön. Und ich glaube, wie gesagt, es wird bald wieder soweit sein. Ja, das wird wir können ja ein bisschen, sein. Ich wollte, hatte ja eigentlich vor, weil in den USA streiken die Drehbuchautoren. Ist das nicht toll? Das ich finde das so affig, die Hollywood-Drehbuchautoren streiken. Das ist aber ganz ernst, weil die... Ja, die, ja ich weiß, die, aber es klingt wie ein Gag. Die Daily Late Shows fallen alle aus. Ja. Und ich habe echt gedacht, weil ich ja mein eigener Autor bin, ich habe ja keine Autoren, streike ich auch und du machst hier weiter. Ja. Aber das hast du gerade gesagt, führt zum Chaos, weil du willst nur noch schlafen. Genau, und dann das wäre, das ist kein gutes Comeback. Wir können ja mal eine Doppelmoderation probieren, so wie ja, die beiden TAF-Moderatoren, ja. Zum Beispiel jetzt gleich mit Marc-Uwe Kling, der hier gleich auftritt. Ja, wer? Marc-Uwe Kling. Marc-Uwe Kling. Du kennst ihn vielleicht noch nicht, du wirst ihn aber gleich erleben und du wirst ihn lieben, das verspreche ich dir. Ihr habt eine gemeinsame, ihr kommt beide, Gemeinsamkeit, ihr kommt beide aus Berlin und er hat etwas... Das sind ja ganz wenig Menschen. Absolut, aber ich meine, ihn hat es auch dahin gezogen. Denn eigentlich ist er Schwabe, kommt von hier und er ist nicht irgendjemand, sondern er ist unter anderem natürlich ausgezeichnet mit Tausenden von Preisen, der beste... Poetry Slam Künstler Deutschlands. Wann kommt der Moment, wo ich moderiere? Du sagst ihn jetzt, was ja, meine Damen und Herren, Stichwort jetzt übernimmt Co-Moderation. Sarah Kuttner. Jetzt sag ich, was da auf dem Zettel steht. Hey, jetzt kommt Marc-Uwe Kling mit Zehlendorf Mädchen, ich kann's nicht glauben und die ganze Sache ist live. Walking by my side, a lovely locomotion keeps my eyes open and wide. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, Late Night, ich bin auch ganz schön müde. Ich habe ein Liebeslied mitgebracht, das heißt Zehlendorf, Mädchen. Ihr habt schon Zehlendorf, das ist ein Stadtteil von Berlin, falls jemand den nicht kennt. Das ist da, wo die ganzen Villen rumstehen und die ganzen Paläste. Und dann war mal so ein kleines Mädchen vorne in der ersten Reihe und es hat dann reingerufen, als ich das gesagt habe. Ist es, weil ich sage immer, Zehlendorf ist der Stadtteil, wo mehr Polizisten patrouillieren als Einwohner wohnen. Und das kleine Mädchen hat dann reingerufen, ist es, weil da die ganzen Verbrecher wohnen? Da habe ich gesagt, genau. Und das ist so ein bisschen ein beschwingtes Lied, deswegen muss man es auf Englisch einzählen. I want to, three, four. Ich sitze hier in Zehlendorf und warte auf den Bus. Ich will hier weg, das ist der Grund, warum ich warten muss. Der Bus kommt nicht, wie könnte es anders sein? Stattdessen kommt ein Schrank und haut mir eine rein. Ich sag, du bist doch Proletarier, vereinig dich mit mir. Doch er schnappt mich am Kragen und schleift mich zurück zu ihr. Vorbei am eigenen Wasserfall zum beheizten Swimmingpool. Dort sitzt sie und heult in einem antiken Schaukelstuhl. Ich sag... Zehlendorf, Mädchen, aus uns wird nie was werden. Ich träum nachts von Anarchie und du von deinen Pferden. Oh, Zehlendorf, Mädchen, wir hatten nur eine Nacht. Und an Katrin, ich glaub, wir haben das Beste draus gemacht. Du sagst, Nächstenliebe findest du gut, aber Leistung muss sich lohnen. Und jeder, der sich anstrengt, kann in so einer Villa wohnen. Und wer in unserer Welt dann Armut noch krepiert, versucht's einfach nicht hart genug, hat das Spiel nur nicht kapiert. Und auf deinem Schreibtisch liegt der Carnegie. Sorge dich nicht lebe, komm mal aus deinem Schloss heraus und sorge dich dann, Baby. Zehlendorf, Mädchen, aus uns wird nie was werden. Ich träum nachts von Anarchie und du von deinen Pferden. Oh, Zehlendorf, Mädchen, wir hatten nur eine Nacht. Und an Katrin, ich glaub, wir haben das Beste draus gemacht.
Du musst niemals arbeiten und du hast noch nie geputzt. Jetzt weißt du wenigstens, wie das ist, wenn man dich ausnutzt. Und wenn mal wieder jemand klagt, dass man ihn ausbeutet, dann kannst du deinem Vater sagen, du weißt, was das bedeutet. Jetzt sagst du, ich wär ein Arschloch und wahrscheinlich hast du recht. Du siehst, man kann das Spiel kapieren und trotzdem geht's einem schlecht. Denn manchem fliegt die Liebe zu, manchem muss die Füße sich wund laufen. Doch das Beste wussten schon die Beatles, man kann sie sich nicht kaufen. Oh, An Katrin, Greta Marleen, Regine Sophie, Nina Madeleine, erzählen darf mit, ja, erzählen darf mit, ja. Mal durch. Komm her, so. Du bist doch jetzt der Star, du musst näher an ihm dran sitzen. Absolut, aber wir wollten doch Doppelmoderation, lass uns doch in Doppelmoderation, wir machen eine Doppelmoderation. Ich will nicht Doppelmoderation, wir machen Doppelmoderation. Wie geht's, Marc? Das ist meine Einstiegsfrage jetzt. Musst du jetzt kontern. Na, ich bin müde, es ist spät am Abend. Bist du ein Frühaufsteher und Früh-zu-Bett-Geher? Nein, ich bin ein Spätaufsteher, aber ich bin heute sehr früh aufgestanden. Warum, wie viel Uhr bist du aufgestanden? 6 Uhr. Wieso das denn? Was ist denn mit Rock'n'Roll und so? Ist naja, ich bin um 7.30 Uhr losgefahren, weißt du, weil, um die rechtzeitig da zu sein für die Late-Night-Aufzeichnung. Ach so, wegen des Bahnstreiks? Ja, ja. Ich fahre eigentlich immer mit dem Güterzug, aber heute haben sie dann im Hühnertransporter mich nicht mitgenommen. Ah. Bist zu spät gekommen, ach Gottes Willen. Aber du hast es ja noch rechtzeitig geschafft, hier in der Sendung sein. Nicht wahr, Sarah? Ja, Pierre. Marc-Uwe. Ja. Wenn du mit Zweitnamen Uwe heißt, hast du doch die Wahl, den Namen wegzulassen in der offiziellen Namensnennung. Nee, das passt nicht. Also, weil wenn ich den Uwe weglasse, dann hast du zwei K-Laute, dann heißt es Markling. Das heißt Markling wie eine Außerirdische vom Planeten Mark. Ein Markling. Ich würde lieber Markling als Marc-Uwe. Aber ist ja, also... Na, du hast ja zum Glück Sarah, du musst das ja gar nicht machen. Sarah Uwe Kuttner. Vertrittst du etwa auch die verbreitete Meinung, dass Uwe einer der beschissensten männlichen Vornamen ist? Es ist nicht so leicht, andererseits, wenn man aussieht wie du... So gut? ...ist das wieder irgendwie lässig. Nee, tatsächlich so gut. Also wärst du jetzt so ein untersetzter 50-Jähriger, dann wär's halt total logisch, aber hart. Dann würde ich mich auch umbenennen. Und so hat's fast was von Künstlername. Im Sinne von, der junge Mann kann doch nicht Uwe heißen. Doch. Aber wo Kunst? Du bist ein Künstler? Das sieht man zum einen direkt zu schwarz. Ja, ja. Künstler hier war. Weiß auch dabei. Absolut. Ja. Ich habe vorhin Slam Poetry genannt. Ein Begriff, mit dem vielleicht unsere älteren Zuschauer nicht so viel anfangen können. Vielleicht erklärst du mal ganz, was bedeutet das? Was macht man als Slam Poet? Naja, also Poet ist, naja, da macht man Gedichte und Slam bedeutet, dass es ein Wettbewerb ist. Das sind also Dichterwettstreite und da treten, weiß ich nicht, 12 bis 15 Dichter an einem Abend auf einer Veranstaltung und das Publikum bestimmt per Applaus oder per Jury, wer gewinnt. Und du bist jetzt offiziell Deutschlands Bester? Ein Jahr lang, genau. Ah, okay, gut. Ja, es gibt einmal im Jahr deutsche Meisterschaften. Und du bist deutscher Meister? Jo, das war jetzt gerade in Berlin. Hallöchen. Hallöchen. Das ist sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Du darfst noch eine Frage, Sarah. Nee, ich bin komplett fertig. Du bist fertig, ja? Haben wir dann auch gar keine Zeit mehr. Das ist sehr, sehr schade. Ich möchte aber gerne noch etwas werben, damit du auch kommerziellen Erfolg hast. Aber wir haben gerade noch gar keine CD in der Hand, die wir zeigen können. Aber da gibt es doch bestimmt demnächst was. Es gibt Anfang nächsten Jahres eine CD. Die heißt, wenn alle Stricke reißen, kann man sich nicht mal mehr aufhängen. Sehr gut. Ganz gut. Marc-Uwe Kling, ein Deutschlandmeister. Das ist ein Top-Album-Titel. Sarah, ja, möchtest du die Abmoderation machen? Ich wollte von vornherein den Text da, komm einmal noch, komm einfach mal, das ist ein Casting jetzt. Ich möchte Prinzessin sein. Dann setz dich doch einmal hin und mach die Abmoderation. Oder ach, Sarah Kuttner soll die Sendung abmoderieren. Einfach um, da sind Fernsehproduzenten zu. Ist das zu nah? Mhm. Okay. So, hier, das ist der Text. Das war SWR3 Late Night. Nächste Woche ist Hennes Bender zu Gast. Für die Umfrage der Woche habe ich jetzt leider keine Zeit. Vielleicht ja nächste Woche. Jetzt spielt Mambo Kurt ein Ständchen für Maybrit Illner und René Obermann. Bleiben Sie sich treu und uns auch. Auf wieder Fernsehen. Sarah Kuttner! Neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na.
Was einmal war, ist vorbei, vergessen und zählt nicht mehr.